Ganz kurz zur Übersicht. Ich werde eine kurze Einleitung geben und dann über die Lebensform als Form des Denkens sprechen. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein unterschiedliches Verständnis, Herr Töpfer und ich, dass mir geht es hier um das richtige Verständnis des Begriffs als Begriff, also sehr hegelianisch und weniger um eine Typologisierung im biologischen Sinne. Dann geht es um die naturgemäße Normativität nicht-humaner Lebewesen, für die ich eintreten möchte. Und hier möchte ich zu Food eine weitere Differenzierung hinzufügen. Food spricht ja, wie wir schon gehört haben, von Natural Normativity und insbesondere von Natural Goodness. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit fokussiere ich mich stärker auf die andere Seite der naturgemäßen Normativität, nämlich die naturgemäße Zuträglichkeit. Die, glaube ich, ist besonders wichtig mit Blick auf Konsequenzen für eine Ethik der belebten Natur. Und da werde ich zwei Konsequenzen kurz skizzieren, die ich meine, die sich aus der naturgemäßen Normativität für nicht-humane Lebewesen ergeben. Das ist also der Fahrplan. Wenn auch teilweise in deutlich unterschiedlichen Ausprägungen, vertreten Aristoteles, Kant, Schelling und Hegel die Auffassung, dass die zweckmäßige Verfasstheit von Lebewesen als das zentrale Bestimmungsmoment der belebten Natur auszumachen ist. Für alle genannten Autoren zeichnen sich Wesen, die als Naturzweck existieren, dadurch aus, dass sie von sich selbst zugleich Ursache und Wirkung sind, beziehungsweise bei Kant, dass wir nicht anders als so zu denken sie vermögen. Zeitgenössische Autoren wie Thomson, Foote, Hursthaus und Korsgaard teilen diese Auffassung der zweckmäßigen Verfasstheit von Lebewesen. Sie gehen damit also weiterhin davon aus, dass eine wohlverstandene teleologische Erklärung erforderlich ist, um die belebte von der unbelebten Natur abzugrenzen. Genannte historische wie zeitgenössische Autoren stimmen mithin überein, dass Lebewesen im Gegensatz zu Dingen nicht bloß durch kausal-mechanische Beschreibungen erklärt werden können. Ein universal-mechanistischer Reduktionismus ist vor diesem Hintergrund ebenso zurückzuweisen wie eine intentionale Universalteleologie. Beim Menschen, dessen Lebensform zusätzlich Subjektivität auf sich vereinigt, stimmen Natur und Freiheit im Sinne von Naturteleologie und intentionaler Teleologie, also im Sinne von Naturzwecksetzung und Selbstzwecksetzung, zusammen. Das ist ein sehr spezieller und natürlich der komplexeste und komplizierteste Fall. Um den wird es in meinen Ausführungen weniger gehen. Also ich konzentriere mich wirklich auf die nicht-humane Natur, die aber natürlich immer vor dem Hintergrund, wie Herr Töpfer auch schon gesagt hat, der humanen Lebensform normativ überhaupt erst bewertet werden kann. In meiner Dissertation Lebensform und Anerkennungsverhältnisse verbinde ich für eine philosophische Beleuchtung des Mensch-Natur-Verhältnisses und den damit angesprochenen Fragestellungen naturethische Reflexionen mit anerkennungstheoretischen Überlegungen. Der Fokus richtet sich im Folgenden auf die Argumentation für eine naturgemäße Normativität nicht-humaner Lebewesen als Exemplare einer Lebensform und die damit verbundenen ethischen Konsequenzen. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, Lebensform als Form des Denkens. Teilweise wiederholen sich die Sachen. Ich habe zum Glück nicht genau die gleichen Abschnitte wie Herr Töpfer ausgewählt, aber jetzt bei mir geht es auch erstmal um Thomson, der nämlich anknüpfend an Hegel gezeigt hat, dass Leben eine logische Kategorie repräsentiert und der Lebensformbegriff ausschließlich mit begrifflichen und nicht empirischen Differenzierungen operiert. Hinsichtlich ihrer logischen Form sind Aussagen über Lebewesen und Aussagen über Unbelebtes grundlegend unterschieden. Des Weiteren hat Thomson dargelegt, dass es kein rein empiristisches Verständnis von Lebensformen geben kann. Wissen über Lebensformen kann nicht allein aus Beobachtungsdaten gewonnen werden. Ihm liegt stets und notwendig ein kategoriales Lebensformverständnis zugrunde. Auch den Einsichten von Schelling und Hegel gemäß liegt in jedem Lebewesen ein formverleihender Begriff, der ihre Zweckmäßigkeit bestimmt. Als Form des Denkens bringt der Lebensformbegriff die Vielgestaltigkeit der Instanzierungen unter eine Einheit und ermöglicht so den Menschen überhaupt erst das Erkennen und Verstehen von Lebewesen. Kommilitone, Sie hatten auch schon darauf hingewiesen. Erst auf der Basis des Konzepts der Lebensform können Lebewesen als Ganzheiten mit zugehörigen Eigenschaften, Fähigkeiten, Phasen und Vollzügen erfasst werden, denn erst die Lebensform vereint zugleich die diversen Eigenschaften und Fähigkeiten eines gegebenen Lebewesens sowie die verschiedenen Phasen und Vollzüge seines Lebensprozesses. Infolgedessen liegt der Lebensformbegriff der Klassifikation lebendiger Individuen notwendig zugrunde und wird nicht erst etwa von ihren Eigenschaften und Fähigkeiten abstrahiert bzw. induktiv hergeleitet.
Im Rahmen der Bestimmung empirisch gehaltvoller Lebensformen distanziert Thomson sich dann wieder von Hegel, für den der Begriff gegenüber der Natur stets prioritär und die Natur gegenüber dem Begriff prinzipiell defizitär bleibt. Auch wenn Thomson selbst keinen Bezug zur Naturphilosophie Schellings herstellt, scheint er sich meiner Meinung nach mit seiner Darstellung der Genese von empirisch gehaltvollen Lebensformbeschreibungen durchaus einen Schritt auf Schelling zuzubewegen. So legt die von ihm deutlich hervorgehobene wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung zwischen deskriptiven und normativen Beschreibungen, die in der empirisch gehaltvollen Lebensform zusammenfallen, zumindest eher einen Wirklichkeitszusammenhang von Lebewesen und Lebensform im Sinne Schellings nahe als eine Vorrangstellung des Lebensformbegriffs im Sinne Hegels. Während die Begriffe Leben, Lebensform und so weiter für Thomson logische Kategorien, also analytische Begriffe a priori darstellen, die unmittelbar durch die Vernunft gegeben sind, muss die empirisch gehaltvolle Lebensform als integratives Konzept aufgefasst werden, das reinen Lebensformbegriff und empirisch gegebene Lebewesen miteinander vermittelt. Auch im Sinne des aristotelischen Eidos sind Stoff und Form zwei in der Lebensform vereinte Momente. Die empirisch gehaltvolle Lebensform kann mit den Worten Stekeler-Weithofers auch trefflich als materialbegrifflich generisches Wissen bezeichnet werden. In der empirisch gehaltvollen Lebensform sind Einzelheit und Allgemeinheit verschränkt, da hier die mannigfaltigen Instanzierungen der Exemplare unter die Einheit des Begriffs gebracht werden. Nun verharrt Thomson leider auf der epistemologischen Ebene und zieht die in seiner Theorie angelegten Konsequenzen für eine Ethik der belebten Natur nicht oder jedenfalls nicht deutlich genug. Ich komme jetzt zu Punkt 3, naturgemäße Normativität nicht-humaner Lebensform. Naturgemäße Gutheit. Zwar arbeitet Thomson heraus, dass Lebensformen einen Natural Standard für ihre Exemplare enthalten, deutet diesen allerdings ausschließlich evaluativ-normativ im Sinne einer naturgemäßen Gutheit oder Mangelhaftigkeit von individuellen Lebewesen als Exemplare einer spezifischen Lebensform. Dabei fungiert die Speziesabhängigkeit oder auch Lebensformrelativität als sein Leitmotiv, denn die Naturgeschichte einer Lebensform oder Spezies definiere, wie Lebewesen einer bestimmten Art leben bzw. leben sollen. Ohne den Verweis auf die Lebensform und ihre zugehörige Naturgeschichte gäbe es keine Lebensbeschreibungen, da ohne ihn keine Tätigkeit eines Individuums als Essen, Reproduktion usw. identifiziert werden könne. Daher seien naturhistorische Urteile immer auf den Lebenszyklus eines Individuums und seiner entsprechenden Art bezogen. Das systematische Potenzial, welches das Thomson'sche Konzept der Beschreibung von Lebensformen mittels naturhistorischer Urteile in ethisch-normativer Hinsicht birgt, gilt es also noch auszuschöpfen. Philippa Foot hat hiermit bereits begonnen und widmet sich der näheren Untersuchung von normativen Implikationen naturhistorischer in der spezifischen Ausprägung naturteleologischer Urteile. Sie weist darauf hin, dass naturhistorischen Urteilen eine teleologische Struktur zu eigen ist, die auf etwas verweist, was im Lebenszyklus individueller Lebewesen eine Rolle spielt. Matters. Korsgaard kommt später auf den Punkt, dass es für das Lebewesen selbst eine Rolle spielt, matters to themselves, aber da werde ich jetzt heute nicht mehr drauf eingehen. Im Rahmen ihres neo-aristotelischen Naturalismus beschreibt Foot eine spezifische Art der Evaluation. Sie bezeichnet die logische Form der Bewertung als Natural Goodness and Defect in Living Things. Unter naturgemäßer Gutheit und naturgemäßer Mangelhaftigkeit versteht Foot die Gutheit oder Mangelhaftigkeit eines individuellen Lebewesens bzw. seiner Verfasstheit, Charakteristika oder Tätigkeiten in Relation zu seiner spezifischen Lebensform. Foot greift die Idee des Natural Standard von Thomson auf und entwickelt sie unter der Bezeichnung Natural Normativity weiter. In diesem Rahmen äußert sie sich vereinzelt zwar auch über ein für Lebewesen Gutes, ihr Hauptaugenmerk gilt allerdings der Bestimmung von Lebewesen als gute oder schlechte Instanzierungen ihrer spezifischen Lebensform. Gemeinhin spreche man davon, wie jedes Exemplar einer Spezies sein müsse und was es tun müsse, um ein gutes Exemplar zu sein. Die aristotelischen Notwendigkeiten hängen von den Bedürfnissen der jeweiligen Pflanzen respektive Tierart ab und bestimmen zusammen mit deren natürlichem Lebensraum und Verhaltensrepertoire, was es für Exemplare einer bestimmten Spezies bedeute, so zu sein, wie sie sein sollten und das zu tun, was sie tun sollten. Eine gute Löwin müsse etwa ihren Jungen das Jagen und Erlegen von Beutetieren lehren und eine Biene müsse den Tanz der Bienen beherrschen, um nicht als defektes Exemplar zu gelten. Bei der Bestimmung der Löwin und der Biene als gutes oder mangelhaftes Exemplar ihrer Art handelt es sich um objektive Tatsachen. Als gelungen gelte somit alles, was den typischen Lebenszyklus einer Spezies verwirkliche.
Fuchs schreibt, Zitat, das Gut der Eiche ist ihr individueller und reproduktiver Lebenszyklus. Was sie für diesen Zyklus braucht, zählt in ihrem Fall als eine aristotelische Notwendigkeit. Da sie sich nicht wie ein Schilfhalm im Wind biegen kann, ist die Eiche nur dann so, wie sie sein sollte, wenn sie tiefe und kräftige Wurzeln hat. Zitat Ende. Ein Merkmal, das naturhistorische Urteil von statistischen Urteilen über einige, die Mehrheit oder alle Exemplare einer Art abgrenze, liege darin, dass es auf die Teleologie der Lebensform bezogen sei. Es zeige direkt oder indirekt an, wie Leben funktioniere, wie etwa Essen, Wachsen und Verteidigung bei einer bestimmten Spezies in einem konkreten Habitat zustande kommen. Aufgrund dessen könne man mittels naturhistorischer Urteile Normen und nicht bloß statistische Normalitäten ausdrücken. Eine vergleichbare Erklärung generischer Urteile liefert auch Stickeler-Weithofer. Im Schnittfeld zweier verschiedener Urteile, eines naturhistorischen Urteils und eines Urteils über einzelne Lebewesen, sei die Evaluierung des naturgemäß Guten eines individuellen Lebewesens daher auch ohne Verweis auf menschliche Interessen oder Wünsche möglich. Mein Hauptaugenmerk liegt nun auf dem Fürlebewesen Guten, das heißt ihrem je eigenen Gut im Sinne eines ihnen zuträglichen. Denn die naturgemäße Gutheit von individuellen Lebewesen, ihr evaluativ-normatives Wohlgebildetsein als Exemplar, ist nur eine Seite naturgemäßer Normativität. Mit Blick auf Implikationen für eine Ethik der belebten Natur ist die andere, von Thompson und Foote vernachlässigte Seite, die eigentlich entscheidende. Die andere Seite naturgemäßer Normativität kann also als naturgemäße Zuträglichkeit bezeichnet werden. Das wäre dann hier die Tabelle. Vor dem Hintergrund des Lebensformkonzepts und einer wohlverstandenen Teleologie, das heißt einer zielgerichteten, jedoch nicht notwendig bewusstseinsgesteuerten oder absichtsgeleiteten Zweckmäßigkeit, eröffnet sich ein ethisch-normativer Zugang zur belebten Natur. Denn naturhistorisch-naturteleologische Urteile weisen unter dem Gesichtspunkt naturgemäßer Zuträglichkeit auch darauf hin, unter welchen Bedingungen ein Exemplar einer Spezies gedeiht. Als Exemplare einer Lebensform zeichnen sich alle Lebewesen durch eine für sie naturgemäße Zuträglichkeit aus, die auf ein für sie je eigenes Gut im Sinne eines ihnen zuträglichen verweist und erlaubt, sie als in besseren bzw. schlechteren Zuständen befindlich zu beurteilen. Naturhistorisch-naturteleologische Urteile verweisen also auf die naturgemäße Zuträglichkeit für individuelle Lebewesen als Exemplare einer spezifischen Lebensform und drücken aus, dass etwas gut für sie ist. Wie alle anderen Formen naturhistorischer Urteile auch, werden sie im Rahmen der integrativen Lebensformbeschreibung generiert, die den für jede Auseinandersetzung mit Lebewesen konstitutiven Lebensformbegriff mit den mannigfaltigen Daten und Fakten empirisch gegebener Einzellebewesen vermittelt. Lebensformbeschreibungen und so auch die in ihnen enthaltenen Urteile naturgemäßer Gutheit und naturgemäßer Zuträglichkeit sind zugleich empirisch gehaltvoll wie begrifflich vorstrukturiert. Die Lebensform bildet den Referenzrahmen für die Beurteilung von Lebensprozessen als gedeihlich bzw. von Zuständen von Lebewesen als besser oder schlechter. Es ist nicht erforderlich, dass ein Lebewesen auch nur prinzipiell dazu in der Lage sein muss, Interessen im Sinne bewusster Präferenzen ausbilden zu können, damit Urteile über seine naturgemäße Zuträglichkeit gebildet und Handlungen an ihm als für sein eigenes Gut zu- oder abträglich bewertet werden können. Denn der Zugehörigkeit eines Lebewesens zu einer bestimmten Lebensform kann auch ohne sein eigenes Wissen darum entnommen werden, was für seinen teleologisch verfassten Lebensprozess zu- oder abträglich ist. Das bewusste Empfinden des eigenen Wohls stellt somit keine notwendige Voraussetzung für die Bestimmung naturgemäßer Zuträglichkeit dar. Vielmehr ist selbst niederen Tieren und Pflanzen ein eigenes, vom Menschen unabhängiges Gut nach Maßgabe ihrer spezifischen Lebensform zuzuschreiben. Selbstbewusste, bewusste und bewusstseinslose, das heißt alle Lebewesen, zeichnen sich durch ihre Fähigkeit zu gedeihen aus. Alle verkörpern einen individuellen Standpunkt in der Welt und allen kann ein je eigenes Gut zugeschrieben werden. Insofern wird vor dem Hintergrund der in der Lebensform verankerten naturgemäßen Zuträglichkeit die Zustände aller Lebewesen unabhängig von menschlichen Interessen ethisch-normativ beurteilbar. Damit komme ich jetzt zu den Konsequenzen für eine Ethik der belebten Natur. Da also auch Handlungen an niederen Tieren und Pflanzen als für diese schädlich beurteilt werden können, ist allein aufgrund von Konsistenzbedingungen schon nicht einsichtig, weshalb Schädigungen von Menschen und höher entwickelten Tieren einer moralischen Bewertbarkeit unterstehen sollten, jene von niederen Tieren und Pflanzen hingegen nicht. Gedeihensfähigkeit als Schwellenkriterium. Für eine lange Zeit waren der Anthropozentrismus und mit ihm die Überzeugung, dass allein Menschen um ihrer Selbstwillen moralisch zu berücksichtigen sind, vorherrschend.
Seit einiger Zeit ist die anthropozentrische von der pathozentrischen Sichtweise abgelöst worden, die mittlerweile zum nicht unterschreitbaren Standard avanciert ist. Im Zentrum des Pathozentrismus steht ein Ausweitungsargument, gemäß welchem das Kriterium eines genuinen Interesses an Leidensvermeidung bei Menschen auf leidens- bzw. empfindungsfähige Tiere, nicht-humane Lebewesen, extrapoliert wird. Autoren, die Ansätze dieser Art vertreten, gehen davon aus, dass nicht empfindungsfähigen Lebewesen keine Interessen zugeschrieben werden können. Als Konsequenz ergibt sich, dass ihnen auch kein Wohl oder Wehe zugefügt werden kann. Joel Feinberg ist etwa der Ansicht, es sei nicht möglich, interessenlosen Wesen zu schaden. So unterscheide sich etwa das für Pflanzen Gute nicht von einem Guten für bloße Dinge. Man sage zwar, dass eine bestimmte Art von Anstrich gut oder schlecht für die Innenwände eines Hauses sei, dies verpflichte den Menschen jedoch nicht zu der Auffassung von Wänden als Entitäten, die ein eigenes Gut oder ein Wohl um ihrer selbst willen besäßen. Wie bloße Dinge werden gemäß dem Pathozentrismus auch niedere Tiere und Pflanzen gänzlich von moralischer Berücksichtigungswürdigkeit ausgeschlossen. Treffen die zuvor ausgeführten Thesen zur naturgemäßen Zuträglichkeit jedoch zu, gilt, dass das für Lebewesen Gute ihr Gedeihen begünstigt. Die pathozentrische Sichtweise, die das Kriterium der Empfindungs- bzw. Leidensfähigkeit als Schwellenkriterium für die Zuschreibung moralischer Berücksichtigungswürdigkeit begreift und somit alle nicht bewusstseinsfähigen Lebewesen für moralisch irrelevant erachtet, ist demnach durch eine gemäßigte biozentrische Argumentationsfigur zu ersetzen, welche die Fähigkeit, gedeihen zu können, als Minimalanforderung für die Zuschreibung basaler moralischer Berücksichtigungswürdigkeit versteht. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, also der letzten Konsequenz sozusagen, von naturgemäßer Normativität. Das sind dann bei mir asymmetrisch nicht reziproke Anerkennungsverhältnisse. Die individuellen Instanzierungen von Lebensformen lösen bei ihrer Wahrnehmung, dem Erkennen durch ein moralisches Subjekt, in diesem bereits eine normativ konnotierte Wahrnehmung, ein Anerkennen aus. Dieser Umstand rührt nicht zuletzt von der besonderen Form des Denkens, welche die Kategorie der Lebensform darstellt, her. Wie zuvor ausgeführt, umfasst die Kategorie der Lebensform unter anderem den Aspekt naturgemäßer Normativität und erlaubt dem moralischen Subjekt, ethisch-normative Urteile bezüglich der für Exemplare einer Lebensform naturgemäßen Zuträglichkeit zu bilden. Das Erkennen von Lebewesen als Exemplare einer spezifischen Lebensform mit einer spezifischen naturgemäßen Zuträglichkeit fordert in moral-epistemologischer Hinsicht bereits ein Anerkennen ihrer. Denn in praktischer Hinsicht sind aktuell vernunft- und moralfähige Personen, die über den Lebensformbegriff verfügen und somit einen Zugang zu der aus der Lebensform ableitbaren naturgemäßen Zuträglichkeit haben, unter Berücksichtigung der ethischen Prinzipien der Universalisierung und Unparteilichkeit sowie aufgrund der für ihre eigene Lebensform typischen Existenzweise als moralische Subjekte dazu angehalten, das eigene Gut von Lebewesen anzuerkennen, das heißt, sie ihrem moralischen Status entsprechend zu berücksichtigen. Daher ist trotz der unumstößlichen Geltung des epistemischen Anthropozentrismus ein Anthropozentrismus in normativer Hinsicht als partikularistisch sowie parteiisch zurückzuweisen. Fichtes These, dass Personen durch ihre bloße Gegenwart andere Personen zu ihrer Anerkennung nötigen, soll nicht nur untermauert, sondern radikal erweitert werden. So gilt auch für nicht-humane Lebewesen, dass ihre bloße Existenz jede über das Konzept der Lebensform verfügende Person dazu nötigt, sie als Wesen mit ihr eigenem Gut zu erkennen und auf der Basis der ethischen Prinzipien der Universalisierung und Unparteilichkeit als moralisch berücksichtigungswürdig anzuerkennen. Denn mit ethischen Normen ist stets ein kategorischer Verbindlichkeitsanspruch verknüpft, der ein Abstrahieren von interessengeleiteten Erwägungen verlangt. Weil moralische Subjekte sich vor allem dadurch auszeichnen, von ihren eigenen Interessen abstrahieren und absehen zu können, impliziert die moralische Anerkennung nicht-humaner Lebewesen dem Anspruch nach nicht nur die korrekte Identifikation eines Lebewesens, das Erkennen, sondern eine seiner Lebensform adäquate moralische Berücksichtigung, das Anerkennen. Traditionelle Anerkennungskonzeptionen, unter anderem jene von Kant, Fichte und Hegel, aber auch moderne Auseinandersetzungen mit Anerkennung in vertragstheoretischer oder diskursethischer Hinsicht bestimmen Anerkennungsverhältnisse ausschließlich als wechselseitigen und egalitären Prozess zwischen Personen. Meines Erachtens sind Wechselseitigkeit und Gleichheit jedoch keine notwendigen Kriterien für moralische Anerkennung. Gewiss konstituieren Personen den Kern moralischer Anerkennungsverhältnisse, da erst durch sie als moralische Subjekte ethische Bestimmungen entstehen. Der Personenstatus kommt allen Menschen unabhängig von ihren Eigenschaften und Fähigkeiten zu.
Die Menge aller Personen untergliedert sich allerdings in Subjekte und Objekte der Moral. Subjekte der Moral weisen eine aktualisierte Vernunft- und Moralfähigkeit auf. Nach diesem Verständnis sind alle aktuell vernunft- und moralfähigen Personen zugleich Subjekte und Objekte der Moral, während alle aktuell nicht vernunft- und moralfähigen Personen ausschließlich als Objekte der Moral zu begreifen sind. Die Menge der moralischen Subjekte ist somit nicht deckungsgleich mit der Menge aller Menschen. Vor diesem Hintergrund kann eine Theorie moralischer Anerkennungsverhältnisse entwickelt werden, innerhalb derer einzig aktuell vernunft- und moralfähige Personen als Subjekte moralischer Anerkennung operieren, als Objekte moralischer Anerkennung hingegen nicht nur alle Personen, sondern auch alle nicht-humanen Lebewesen grundsätzlich berücksichtigt werden. Aus der Andersartigkeit der möglichen Objekte moralischer Anerkennung ergeben sich drei verschiedene Anerkennungsrelationen, die ich hier in der Tabelle zusammengefasst habe. Erstens symmetrisch reziproke, zweitens symmetrisch nicht reziproke und drittens asymmetrisch nicht reziproke Anerkennungsverhältnisse. Symmetrie bedeutet hier, der moralische Status von anerkennendem Subjekt und anerkanntem Objekt ist gleich. Dem Anerkennenden und dem Anerkannten kommt der absolute moralische Status der Menschenwürde zu. Asymmetrie bedeutet hier, der moralische Status von anerkennendem Subjekt und anerkanntem Objekt ist ungleich. Dem Anerkennenden kommt der absolute moralische Status der Menschenwürde zu. Das Anerkannte ist von bloß wägbarer moralischer Berücksichtigungswürdigkeit. Reziprozität bedeutet hier, das Anerkennungsverhältnis wird wechselseitig realisiert. Nicht-Reziprozität bedeutet, das Anerkennungsverhältnis wird einseitig realisiert. Demnach unterscheiden sich moralische Anerkennungsverhältnisse mit Blick auf den substanziellen moralischen Status ihrer Adressaten, symmetrisch oder asymmetrisch, sowie bezüglich der prozeduralen Realisierung des moralischen Verhältnisses, Reziprozität oder Nicht-Reziprozität. Symmetrisch-reziproke Anerkennungsverhältnisse bilden die traditionelle Konzeption moralischer Anerkennungsverhältnisse ab, für die zwischen zwei oder mehreren aktuell vernunft- und moralfähigen Personen prinzipiell immer ein gleichrangiges und wechselseitiges Anerkennungsverhältnis besteht. Eine Reduktion des moralischen Raums auf zwischenmenschliche Beziehungen, die sich durch ein reziprokes Verhältnis auszeichnen, wird der Verantwortung, die vernunft- und moralfähige Personen gegenüber nicht vernunft- und moralfähigen Personen haben, jedoch nicht gerecht. Da der moralische Status aller Menschen als Personen gleich ist, ist auch ihr Verhältnis auf der Abstraktionsebene ihres moralischen Status gleichrangig, das heißt symmetrisch. Hierin gründet die Möglichkeit eines symmetrischen, jedoch einseitigen Anerkennungsverhältnisses. Von eben dieser Art sind auch solche Verhältnisse, die hinsichtlich der sozialen Rolle asymmetrisch, hinsichtlich des Personenstatus jedoch symmetrisch sind, wie zum Beispiel Anerkennungsverhältnisse zwischen Eltern und Kleinkindern, Ärzten und komatösen Patienten, Betreuern und Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Da allen genannten der absolute moralische Status der Menschenwürde in gleichem Maße zukommt, sind Anerkennungsverhältnisse zwischen ihnen symmetrisch und gebührt allen dieselbe moralische Anerkennung. Bezüglich der Realisierung moralischer Anerkennung bestehen jedoch auch innerhalb der Menge aller Personen gravierende Unterschiede. Schließlich zeichnen sich aktuell vernunft- und moralfähige Personen insbesondere durch ihre Pflichten, aktuell nicht vernunft- und moralfähige Personen hingegen gerade durch ihre Rechte und Schutzansprüche aus. Ersteren obliegt es, ihre Pflichten aktiv auszuüben, letztere beanspruchen ihre Rechte bloß passiv qua ihres Personenseins. Folglich sind Anerkennungsverhältnisse zwischen aktuell vernunft- und moralfähigen und aktuell nicht vernunft- und moralfähigen Personen symmetrisch nicht reziprok, da die Realisierung moralischer Anerkennung ausschließlich von Seiten der aktuell vernunft- und moralfähigen Person erfolgt. Unter der Voraussetzung, dass moralische Subjekte ihre ethische Urteilsbildung überpersonal und unparteilich ausrichten, gilt nun ferner, dass die Erkenntnis, dass Lebewesen ein je eigenes Gut zugeschrieben werden kann, hinreichend für die Anerkenntnis ihres moralischen Status ist. Allerdings bleibt das Anerkennungsverhältnis zwischen Personen und nicht-humanen Lebewesen grundsätzlich nicht reziprok und asymmetrisch, da letztere weder moralisch verpflichtbar sind, noch moralisch absolut verpflichten. Obwohl für nicht-humane Lebewesen als Exemplare einer Lebensform naturgemäße Zuträglichkeit bestimmt und ihnen ein moralisch relevanter Standpunkt zugeordnet werden kann, sie besitzen ein je eigenes Gut und befinden sich in für aktuell vernunft- und moralfähige Personen beurteilbaren besseren oder schlechteren Zuständen, ist ihr moralischer Status nicht mit jenem von Personen identisch. Auf der Basis der Scala Naturae eröffnet sich vielmehr ein hierarchischer Biozentrismus, in dessen Rahmen graduelle Abstufungen hinsichtlich des moralischen Status von Lebewesen vorgenommen
werden und den Exemplaren verschiedener Lebensformen verschiedene Grade moralischer Berücksichtigungswürdigkeit zugeschrieben werden können. Die Abstufungen des normativen Status reichen von absoluter moralischer Berücksichtigungswürdigkeit, die prinzipiell vernunft- und moralfähigen Wesen zukommt, bis hin zu wägbarer moralischer Berücksichtigungswürdigkeit, die allen nicht-humanen Lebewesen zugeschrieben werden muss. Mit der Auszeichnung nicht-humaner Lebewesen als Entität mit einem je eigenen Gut ergibt sich für die vernunft- und moralfähige Person somit eine moralische Berücksichtigungswürdigkeit aller nicht-humanen Lebewesen, der es im Rahmen asymmetrisch nicht-reziproker Anerkennungsverhältnisse gerecht zu werden gilt. Vielen Dank.